Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EM-Orakels. Wie wir alle wissen, trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf das Team aus Polen. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie sich das Orakel heute entscheiden wird. Bevor wir gleich beginnen, muss ich aber noch anmerken, dass Kwiatkowski leider nach der letzten Ausgabe abgehauen ist, weil er gemerkt hat, dass die Kiste leer war. Nun ja, deswegen haben wir diesen undankbaren Tintenfisch mit unserem neuen Orakeltier Chixon den Hahn ersetzt. Chixon wird Ihnen das Ergebnis genauso richtig und gut vorhersagen wie Kwiatkowski, wenn nicht sogar besser. Dann würde ich sagen, schalten wir zu ihm rüber. Was ein Scheiß. Diese behinderte KI. Entschuldigung. Wie wir gesehen haben, hat sich Chixon für das Team aus Polen entschieden. Hoffen wir mal, dass er sich geirrt hat. Wie auch immer, kommen wir nun zu dem Ergebnis. Wie Ihnen vielleicht beim letzten Spiel aufgefallen ist, hat Deutschland 2:0 gegen die Ukraine gewonnen, obwohl wir ein 2:1 vorhergesagt haben. Wir wussten natürlich, dass das Spiel 2:0 ausgehen wird, aber wir haben auf die Schnelle keinen Würfel mit einer 0 gefunden. Deshalb benutzen wir ab heute unseren Oktaederwürfel, oder wie das Ding heißt. Also schön, meine Damen und Herren. Wie Sie gesehen haben, gewinnt Polen gegen Deutschland 3:2. Aber warten wir ab und hoffen auf das Beste. Eins ist aber sicher, und zwar wird Chixon seine gerechte Strafe erhalten. Aber schalten Sie auch am 21. Juni wieder ein, denn da wird entschieden, wie Deutschland das Spiel gegen Nordirland meistern wird.